Zuerst eine richtig große Zahl. 24,3 Milliarden Franken. So viel wird es kosten, alle Schweizer Atomkraftwerke vollständig stillzulegen, wie eine heute veröffentlichte Studie belegt. Das ist viel, in etwa gleich viel, wie die gesamte NEAD kostet, inklusive der zwei Tunnel und Ausbauten und so weiter. Doch obwohl das Atomaus teurer wird als bisher angenommen, sollen die AKW-Betreiber jetzt weniger Geld dafür zur Seite legen. Wie geht das auf? Christian Schürer rechnet nach. Radioaktive Abfälle entsorgen, Atomkraftwerke stilllegen, eine Aufgabe für mehrere Generationen. Entsprechend teuer ist das Unterfangen und groß sind die Unsicherheiten. Heute hat der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds in Bern die neue Kostenstudie vorgestellt. Alle 5 Jahre erstellt Swiss Nuclear, der Verband der AKW-Betreiber, eine solche Studie. Neu betragen die Gesamtkosten für Entsorgung, Stilllegung und Nachbetrieb 24,286 Milliarden Franken. In der letzten Studie von 2011 waren es noch 22,671 Milliarden Franken, eine Steigerung von 7,1%. Einerseits sind systematisch Prognoseungenauigkeiten und Risiken abgebildet worden. Andererseits hat man Veränderungen im technologischen und regulatorischen Umfeld berücksichtigt. Und drittens hat man die Erfahrungen aus der Stilllegung von ausländischen Kernkraftwerken mit einbezogen. Um die Kosten für die Stilllegung und Entsorgung zu tragen, zahlen die AKW-Betreiber jährlich in den Stilllegungs- und Entsorgungsfonds ein. Gerechnet wird mit einer Betriebsdauer von 50 Jahren. Die Höhe der Zahlungen richtet sich nach den Kostenstudien. Teuer wird vor allem die Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Ein Tiefenlager gibt es noch nicht. Die Standortsuche dauert an. Das führe zu erheblichen Kostenrisiken, sagt der AKW-kritische Geologe Markus Buser, ehemaliges Mitglied der Kommission für nukleare Sicherheit. Es sind in dem Sinn Schönwetterstudien, weil die Kostenschätzungen beruhen auf Annahmen. Und die Annahmen sind sehr unsicher. Also man hat keine Erfahrung mit so einer Anlage und einer Anlageplanung über 100 oder 150 oder eventuell sogar 200 Jahre. Und da werden uns sicher sehr viele Überraschungen erwarten. Wird das Geld lange? Nein. Der Präsident des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds, kurz STENFO, sieht das anders. Ich schaue es als Aufgabe von STENFO, als unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass Gelder im Stilllegungs- und Entsorgungsfonds am Schluss länger und dass der Steuerzahler nicht zur Kasse kommt. Aber ausschliessen können Sie es nicht? Ich bin nicht Hellseher. Wir reden hier über Prozesse und Projekte, die ganz weit in der Zukunft liegen. Die Gesamtkosten für die Entsorgung und die Stilllegung der AKWs steigen. Trotzdem sollen gemäß Kostenstudie die vorgesehenen Beiträge der AKW-Betreiber sinken. So musste Betznau aufgrund der letzten Kostenstudie 52,8 Millionen Franken zahlen. Neu muss das AKW für die nächsten 5 Jahre gar keine Beiträge mehr in die Fonds entrichten. Auch die AKWs Leibstadt und Gösgen müssen aufgrund der neuen Kostenstudie ab nächstem Jahr voraussichtlich deutlich weniger bezahlen. Doch warum sollen die Beiträge für die Stilllegung und Entsorgung, hier Bilder aus Deutschland, sinken? Der Branchenverband Swiss Nuclear erklärt dies mit der neuen Berechnungsmethode. Zudem spiele der Zeitfaktor eine Rolle. Das hat vor allem damit zu tun, beispielsweise für die Entsorgung, dass ein paar von diesen Kosten viel später benutzt werden müssen, insbesondere weil das Inbetriebnahme von den Tiefenlager hat sich verspätet. Und in dieser Phase werden noch zusätzliche Zinserträge möglich. Nils Epprecht, Energieexperte bei der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung, befürchtet hingegen, die Energiekonzerne sollten finanziell geschont werden. Ich finde es kein gutes Zeichen. Der Steuerzahler hat ein grosses Interesse daran, dass die Beiträge möglichst rasch eingefahren werden, um eben auch sicher zu sein, dass sie dann vorhanden sind, wenn man ein AKW muss stilllegen. Es kann auch sein, dass ein AKW früher vom Netz geht, als sich das Betreiber erhofft. Insofern ist von mir her klar die Forderung, dass man die Beiträge möglichst rasch zurückstellen und jetzt nicht länger zuwartet. Für Kontroversen ist gesorgt. Die Kostenstudie zur Entsorgung und zur Stilllegung wird nun vom Bund und von externen Experten überprüft.